MAF Papua-Neuguinea erhielt in diesem Jahr 6 neue Cessna Caravan. Die erste, Mike Alpha India, traf am 11. Februar 2019 ein und flog bereits am nächsten Tag den ersten Einsatz. Die heutige Ankunft von P2 Mike Alpha India ist erst der Anfang. Wir werden weitere neue Flugzeuge bekommen, um damit noch mehr Dorfgemeinschaften zu erreichen. Ich kann nur staunen über das vergangene Jahr. 36.000 Passagiere, 433 medizinische Notfallflüge, durchschnittlich 45 Flüge pro Tag, 212 Landebahnen. Wir bewirken Veränderungen in diesen Gemeinden. Und ich glaube, dass diese neuen Flugzeuge uns dabei helfen werden, noch mehr zu tun. Doch wir können nicht hier sein in Papua-Neuguinea ohne Sie. Ihre Spende und Gebete ermöglichen es uns, dass wir die Arbeit hier fortsetzen können. Vielen Dank und Gottes Segen. Vater, wir wissen nicht, was die Zukunft bringt, aber wir wissen, wer die Zukunft bringt. Wir danken dir, wir geben dir die Ehre, wir loben dich. Herr, es ist eine Maschine, es ist ein Werkzeug. An sich ist es nicht wichtig. Wichtig ist, was du dadurch tust. Vater, Allmächtiger, im Namen unseres Herrn Jesus Christus und durch die Kraft des Heiligen Geistes bitten wir dich, diese Maschine zu deinem Lob und deiner Herrlichkeit zu benutzen. Wir beten, Vater, dass du es nutzt, um Veränderung und Transformation in den entlegenen Gemeinden herbeizuführen. Anbaha, wenn du dich kurz vorstellen kannst, warum du in Papua-Neuguinea bist und was deine Geschichte und Beziehung zu MAF ist. Ja, ich war jetzt unterwegs 5 Wochen mit unserem Bischof, der nannte mich Mr. Papua, weil ich eine Geschichte seit 40 Jahren mit diesem Land habe. 1979 kam ich mit meiner Frau und sind in verschiedenen Bereichen engagiert, vom Piloten bis zum Arzt und Pfarrer und Finanzen, Jugend, Frauenarbeit, das wollen wir. Aber nicht, weil wir so gut sind, sondern wir wollen, dass Menschen Gottes Liebe erfahren. Also ich bin seit 1979 mit MAF unterwegs und was habe ich mit MAF erleben dürfen an Rettungsflügen, Segensflügen, Hilfsflügen für Passagiere, Material, Cargo, Entwicklungsdinge und seitdem habe ich gelernt, MAF als wichtigste NGO im Land zu schätzen und seitens meiner Abteilung als Direktor für die Region Pazifik-Ostasien zu würdigen, noch zu helfen und zu unterstützen, was wir können. Und wir sind privilegiert und froh, dass wir da ein Stück weit mitwirken dürfen, dass MAF und eure wunderbaren Piloten Menschen mit Gott und mit einer Tangible, mit einer erfahrbaren Hilfe immer noch zusammenbringt. Jetzt sind wir gelandet in Etep, Wasu, weil hier ein Krankenhaus ist mit 3 Ärzten, eine Region mit 150.000 Menschen und da gibt es das Krankenhaus mit 70 Betten. Diese 70 Betten und was der Arzt da tut, ist ungeheuer. Letzte Woche hat er einen Mann operiert, dessen Hand quasi weg war. Der kam 3-4 Tage gelaufen, hat die Hand voll angenäht. Und viele andere Fälle, natürlich viele Geburten und auch infektiöse Krankheiten. Ein ganz neues Children's Ward, Pädiatric Ward, Kinderklinik. Und da hat das Krankenhaus, über das ich gerade geflogen, einen ganz wichtigen Dienst für die gesamte Region, so groß wie Franken. Und da bringen wir jetzt MAF immer wieder rein und raus. Da sind wir froh, denn die anderen sind hier sehr unzuverlässig. Jetzt sind wir 40 Minuten geflogen. Was wäre die Alternative? Die Alternative wäre ein Schiff. Also das Schiff bringt schon Cargo rein, aber unregelmäßig, unzuverlässig und Passagiere reinzubringen ist auch schwierig. Eben 14 Stunden nach Madang und etwa gleich so viel nach Lae und mit viel mehr Aufwand, wobei natürlich Kosten anders sind. MAF aber macht diese wunderbaren Search-Charter und gerade für Kirchenmitarbeitende, sodass auch Leute gerade in Notfällen mal auch von euch rausgeflogen werden können. Aber das Schiff ist die einzige Alternative. Keine Straße, nichts.